Hallo und herzlich willkommen. Heute sehen wir uns zusammen ein Replay von einem der neuesten Premiums im Spielern, und zwar dem T44-100. Morpheus, der Stahlkäfer, wird dem einen oder anderen längeren Zuschauer auch was sagen. Der wurde hier schon öfters mal gezeigt, weil er hat einfach tolle Runden. Und diese, kann ich euch jetzt schon versprechen, ist definitiv auch wieder so eine. Er ist hier mit dem Tier 8 mittleren Premium-Panzer Top-Tier. 8er, 7er, 6er Gefecht. Das kommt dem T-4400 mit den Seitenschürzen sehr gerecht. Und jetzt schauen wir mal, wie er hier agiert. Typisch für die Karte und seine Startposition fährt er hier die Mitte an. Also gerade dieser Bereich wird gern gespielt. Hier diese Rampe. Ansonsten kann man sozusagen von unten auch immer noch so ein bisschen gucken und scoutet hier eben auch ein bisschen, so wie er das gerade macht. So, und kann jetzt den Panther direkt ketten. Der muss hier natürlich reparieren, weil er sonst da ein riesiges Problem hätte. Und jetzt aber hat er ihn sogar nochmal gekettet und kann ihn dann nochmal eine zementieren. Und der letzte, der klappt dann nicht mehr, aber der Panther ist ja schon deutlich dezimiert von den Hitpoints. Ah, da muss er aufpassen, die Art hat ihn schon im Fokus. Übrigens, der Nachteil an dieser Stelle, denn die Art weiß genau, dass hier immer was los ist. Also hier an dieser Stelle fährt eigentlich in jeder Runde jemand und dementsprechend kann man da mit einer Art auch einfach drauf warten, bis dann da jemand auftaucht. So, ein bisschen antäuschen, wegzufahren. Immer gar keine so doofe Idee. Kann man mal machen. So, jetzt wieder auf den Panther, der aber diesmal sehr gut dasteht. So, und jetzt schnell zurück und nach vorne und ab dafür. Ich glaube, jetzt hat er die Schnauze voll. Sondern hier unten jetzt ein bisschen auf den WZ. Und da drückt jetzt auch noch der Churchill rum, aber den hat er dafür gut eingesammelt und der wurde zerstört. Und jetzt ist der WZ da ganz alleine. Das heißt, jetzt wird es für den deutlich schwieriger. Für ihn aber auch zu treffen, da muss er oben auf die Kommandantenkuppel schießen. Das hat gut geklappt mit dem Schuss. Oh, schön, da kettet er ihn. Auch er hat hier schnell die Kette repariert. So, der WZ ist jetzt raus, wurde von der ISO da zerstört. Hinten kommen aber schon die ersten Gegner durch. Type 59 oder Typ 59 und der Cromwell B gehen da auf seine AT und eine Su-122-44 steht da auch noch. Die AT nimmt den Cromwell B sogar raus, aber der Type dürfte wahrscheinlich den wegmachen. Oh, da kommt ein Tiger 1. Schneller Snapshot, der aber in die Binsen geht. So, den Skoda, den vielleicht. Der klappt doch sehr schön. Und jetzt kann er auf den Tiger auch gleich gehen. Der hier sogar seitlich den Turm zeigt. Genau darauf schießen, klappt dann auch. Der kaum mehr Hitpoints. Vielleicht sollte er sich nochmal dem annehmen. Ah ne, der ist schon zerstört. Nichts gesagt. Dann den UI eben. Jetzt hat er noch nicht nachgeladen. Schöner, schneller Schuss. UI hat geschossen, das heißt, er kann gleich wieder raus. Sehr fein, und da ist er weg. 7-7, also jetzt mal wieder ausgeglichen die Runde. Wobei da hinten bei seiner Base noch ordentlich Bambule ist. Drei Panzer. Aber die sind alle recht low, also da kann man auch gut verteidigen, selbst wenn man alleine ist. Man muss nur den VK als ersten rausnehmen, der ist nämlich mit einem Schuss zu erledigen. Und dann war es das schon für den und dann wird es für die anderen beiden deutlich schwieriger. Weil ein 2 gegen 1 ist dann bei weitem nicht mehr so tragisch wie 3 gegen 1. Jo, den VK, den hat er rausnehmen können direkt. Oh, super Schuss und auch obwohl die Kanone nicht mal ansatzweise eingeaimt war, klappt es dann doch.
Das ist übrigens mal wieder eine Paraderunde für alle Verschwörungstheoretiker da draußen, dass praktisch man immer nur als guter Spieler sozusagen mit einer guten WM nicht eingeaimt schießen kann. Habe ich nämlich auch schon gehört, dass gute Spieler sozusagen einen Malus bekommen für die Schüsse, die sie abgeben und ein schlechteres RNG bekommen. Ist natürlich Quatsch, das sieht man hier mal wieder. Aber naja, ich glaube, solange es Online-Spiele gibt, wird es auch immer wieder gewisse Theorien geben. So, der Type hatte sich da festgefahren. Ich glaube, der Kill, der war dann nicht besonders schwer. Jetzt wartet er noch ganz kurz hinten. Nicht, dass die Arti ihn da beschießt. Deswegen hat er wohl da kurz nochmal den Stück zurückgewählt. Den Weg zurückgewählt, nicht den Stück zurück, obwohl sich das besser anhört. Aber naja, ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt ist sein Team da recht, naja, schwierig von der Platzierung. Der IS-3 fährt da ganz alleine. Er ist hier alleine. Der OI wird unten in der Zwischenzeit rausgenommen. Also, naja, man sollte natürlich schon versuchen, zusammenzubleiben. Der IS-3 und er, die sind doch wenigstens so ansatzweise in der gleichen Richtung. Der Scorpion G, der ist da natürlich mit seiner Kanone sehr potent. Jetzt kann er wenigstens hier mal einen Hit drauf platzieren. So, da unten war noch ein Panther und ein Löwe. Der Panther dürfte nicht so schnell, der Löwe dürfte nicht so schnell stören. Der Panther könnte aber recht bald rumkommen. Und jetzt will er sich wohl dem Jagdpanther holen. Das ist auch eine richtige Idee. Gott sei Dank prallt er hier ab. Jetzt kann er hier den umfahren. Und wie ich es mir gedacht habe, der Panther kommt da recht schnell nach. Sehr schön, dass er da den rausnimmt. Der IS-3 hat den Panther zerstört im Hintergrund. Er bleibt jetzt hier wieder hinter dem Felsen, dass er da nicht wieder von der Arti aufs Korn genommen wird. Da ist der Skorpion. Ich rechne eigentlich jede Sekunde mit einem Arti-Hit. Kann auch natürlich sein, dass die auch auf den IS-3 gegangen ist. Da der Löwe. Daher dachte ich mir doch, dass die Arti bald mal kommen muss, aber in dem Fall nochmal gut gegangen. So, der Löwe, der muss jetzt raus. Der Skorpion G ist da natürlich auch noch ein Stolperstein in der Runde. Der Skorpion G darf man nie unterschätzen. Ist unglaublich agil, kann sich unglaublich schnell bewegen, aber in dem Fall bleibt er da an Ort und Stelle. Er lädt schon HE, genau richtig. Sehr schöner Treffer. Ein Hit kann er aus noch einstecken. Brennt sogar, aber der IS-3 hat den Löwen zerstört. Er nimmt jetzt den Skorpion G raus. Sehr feine Runde bisher. 6 Kills, den Krieger hat er sich damit gesichert. Und jetzt nur noch die Su am Leben. Also in dem Fall kann man sagen, hat er wirklich fantastisch ausgespielt. Und ich gebe euch mal den Wert. Er hat 1784 Basis-XP am Ende gemacht. Den Schaden kann ich euch auch verraten, weil es läuft hier kein Hitlock mehr mit seit der neuesten Version. 5916 Damage wir da am Ende der Runde gefahren haben. Das ist ein phänomenaler Wert einfach. Und ob er jetzt die Arti noch bekommt oder die Arti dem IS-3 in die Quere kommt, das sehen wir gleich. Die Su ist ja in der Tendenz die Arti, die jetzt nicht so gut mobil ist, wie so einige Franzosen-Artis zum Beispiel. Ah, oh, da ist er auch schon. Hat Gott sei Dank verschossen. Dementsprechend jetzt ist es der Easy-Kill und er macht auch noch seinen Siebten. Ja, phänomenale Runde. Super geiler Panzer. Ich denke, es hat sich gelohnt, reinzusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst einen Daumen da oder ein Abo ist auch gerne genommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.